An alle Einheiten. Es wurden Schüsse gemeldet auf der A4, Parkplatz bei Kilometer 109. Das ist doch hier um die Ecke. Cobra 11 an Zentrale, wir übernehmen. Ende. So, damit will ich euch jetzt ein letztes Mal hoffentlich hier heute begrüßen, denn die davorigen Male zum einen, ich habe jetzt die Spielsteuerung etwas geändert, ich spiele jetzt mit Gamepad. Das war beim ersten Mal Fail und beim zweiten Mal meinte einfach mein Bruder reinkommen zu müssen und dann meinte das Spiel mich die Aufnahme hier einfach mal so nicht löschen zu lassen, also mich einfach mal nicht aus dem Spiel rausgehen zu lassen. Und ja, ich liebe dieses Spiel inzwischen, weil es das immer bei mir macht. Und ja, ich habe gerade eine... What the fuck fährst du da? Ich habe vorhin eine Taste bei mir. Also ich musste dann einfach ein bisschen Dampf ablassen und habe dann einfach mal schnell eine Taste bei mir aus dem PC rausgehauen. Das ist doch auch mal was, oder? Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass man schon mal eine Taste bei sich am PC rausgehauen hat. Nitro gibt's hier leider noch nicht. Das wäre mal was ganz schön Hilfreiches tun hier. Zumindest fände ich es so. Und ich habe irgendwie gerade so das Gefühl, dass ich richtig schlecht bin. Ich schaff das doch niemals. Wie soll man sowas denn jemals schaffen? In so wenig Zeit. Also normal würde ich wahrscheinlich schon schaffen, aber das hier doch nicht. Geht auch nicht. Oder? Ja! Was ist denn hier los? Ja! Ja! Der macht sich aus dem Glücksgefühl. Cobra 11 an Zentrale. Schick deinen Krankenwagen und die Spurensicherung zum Parkplatz. Wir nehmen die Verfolgung auf. Ende. Scheiße, Mann, wie geil. Darf ich? Ja, darf ich. Was muss ich mit dem Kerl denn machen? Ich muss ihn drehen wahrscheinlich. Schön auch, dass man hier immer noch kein Nitro hat. Ja. Komm schon. Ach, Mist. Ich bin doch echt so schlecht. Es kotzt manchmal echt so an, wie schlecht man ist. Wohin fährt denn der? Besser gesagt, was fährt der Zamm? Ja, genau, lass mich. Ja. Komm, hat man einmal was geschafft. Fick dich. Das muss ich schaffen, weil der Autosave dann nicht wirkt. Geile Scheiße. Lass den erstmal wieder entkommen. Och. Spiel kotzt mich jetzt schon wieder an. Ist fast schon dasselbe wie Sonic. Och ja, genau. Lass mich doch einfach in Ruhe. Warum müssen wir ausgerechnet auf schwer spielen? Ich wäre mit leicht auch zufrieden gewesen.
Aber man muss hier leider auf schwer spielen, um das Spiel durchzuspielen, warum auch immer. Ich weiß es nicht genau. Fragen an Chris. Komm schon, gib Gas. Warum kannst du kein Gas geben? Hallo, ich drück doch auf Gas. Bitte, lass es mich einfach schaffen. Bitte. Ich flehe dich an. Scheiß PC-Spiel. Ich mag das Spiel eigentlich. Deswegen sollte man es jetzt nicht abwerten gegen das PC-Spiel sehen, was ich hier labere. Sondern abwerten gegen meine schlechten Künste des Autofahrens. So könnte man es nennen. Ach komm, fick dich, der hat jetzt nicht so Glück und entkommt hier einfach. Arschloch! Fick dich! Das schaffe ich doch niemals! Ich habe 10% Schaden! So. Komm ey, fick dich! Geh in den Knast und fick dich! So einfach. Schon mal was davon gehört? Genau! Ah! Alter, das gibt's doch nicht! Schick deinen Krankenwagen und die Spurensicherung zum Parkplatz. Wir nehmen die Verfolgung auf. Ende. Ich könnte meinen PC gerade echt nehmen und sonst wohin werfen. Und warum gibt's noch keine Nitro, ey? Bitte. Kann man die nicht... In jedem anderen C11 konnte... Hatte man die von Anfang an. Die wollen mich hier echt natzen, oder? Hier, Sirene, fickt euch, geht alle aus dem Weg. Kann ich den jetzt bitte einfach mal hier fangen? Jetzt komm schon, krieg die Kurve. Oh, war das knapp. Junge, diesmal kommst du mir hier nicht so leicht. Jedenfalls nicht ganz so leicht, wie die da fahren. Die können alle nicht über diese Schranke fahren. Also über diese... Ja, ja, jetzt komm, jetzt komm. Ja, jetzt komm, Nitro wäre mal angebracht. Warum, ey? Komm schon, der hat kein Prozent Schaden davon genommen. Ich glaube, der darf auch nur 10% Schaden haben, was vollkommen sinnlos ist. Theoretisch müsste ich den doch auch einfach kaputt fahren dürfen. Tutentun. Schön ist auch, dass man hier immer so schöne Antworten drauf bekommt. Was man machen darf und was man überhaupt machen muss. Danke, danke. Ich danke dir. Danke, danke. Seh mir, Chris, sehr gut. Ich bin gerührt. Ja, Chefin, er sitzt im Verhörraum. Er beteuert seine Unschuld. Er habe eine SMS bekommen und als er zum Parkplatz kam, war sein Freund schon tot. Nach allem, was wir bisher wissen, waren er und das Opfer nicht nur gut befreundet, sondern auch Geschäftspartner. Dann fahrt zur Firma der beiden. Vielleicht findet ihr dort Hinweise auf ein Motiv. Ich nehme ihn mir nochmals im Verhör vor. Ja, dann macht es doch. Wehe, wir haben jetzt Zeitlimit. Wehe! Können wir nicht eine Fahrt einfach mal ganz gechillt machen? Bitte, liebes Spiel. Geht das? Ich klinge hier gerade voll wie LeFloid. Okay, jetzt nicht mehr. Oder doch? Keine Ahnung. Jetzt würde nur noch so ein böses Ich fehlen, ne? So wie es alle... Och, nee. Zeitlimit. Fickt's euch, Leute. Warum Zeitlimit? Ich könnte hier alle Zeit der Welt verbrauchen. Warum Zeitlimit? Nur damit wir eine Aufgabe haben, ihr Spieler. Das kotzt an. Ich bin echt am Ende mit diesem Spiel. Ich kann's. Ich hab
nach diesen. Ja, genau. Fick dich. Ganz ruhig dieses Spiel. Ist ganz tolles Spiel. Ganz tolles Spiel. Ich werde es. Demnächst habe ich dieses Spiel nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich fertig bin mit diesem Scheißspiel. Entschuldigung, dass ich es schon wieder gesagt habe. Es ist ein gutes Spiel. Ich kann es bloß nicht. Daran liegt's. Besonders nicht auf schwer. Ich glaube, ich sollte in eine Selbsthilfegruppe gehen. Es wäre eine gute Überlegung. Und angebracht. Zum Glück habe ich hier unbegrenzt Schadenszeit, die ich Dingens, den ich machen darf. Doch leider ist die Zeit jetzt um. Sie haben verloren und. Fick dich, ich bin schneller als du. Ich kann schneller neu starten. Oh, Zockerposition. Oh yeah. Oh, ich könnte. Die habe ich gerade eben vergessen. Vielleicht lag es da ja daran. Ich hoffe es. Amen. Also, ich sehe es jetzt schon kommen. Ich bin der eindeutige Loser in diesem Gameplay. In diesem Battle. Versus irgendwas. Nennt es, wie ihr es wollt. Also, ich nenne es Battle. Chris nennt es Let's Play Battle. Let's Play Versus. Für mich ist es ein Let's Battle. Ja. Wir werden ja sehen, was es. Vielleicht weiß ja einer von euch, was es ist. Bitte schreibt aufmunternde Kommentare. Dieses Spiel, es wird mich umbringen. Ich sehe es jetzt schon. Mitten in einer dunklen, tiefen Nacht. Kommt die CD auf mich zu und wird mir die Kehle aufschlitzen. Genau, wovon träumst du nachts, Marcel? Ja, genau! Dann wirst du hierhin zurückgesetzt. Beste Idee ever. Fick dich, ey. Wohin muss ich denn ganz? Genau dieser dunkle Tunnel. Dunkler Tunnel. Aufmunternde Kommentare, bitte. Leute. Wenn ihr nicht wollt, dass ich von diesem Hochhaus, was nicht neben mir steht, springe. Aufmunternde Kommentare. Ich krieg's nicht hin. Ich werde an diesem Spiel eingehen. Okay, nächstes Mal weiß ich. Bremsen! Deswegen fahre ich hier auch gerade mit Vollgas drauf zu. Es war geplant. Alles okay. Komme ich hier so langsam wie so ein Psycho rüber? Hallo, ich will hier auf Neustarten gehen und hoffe, dass ich überhaupt noch irgendeine Chance in diesem Let's Battle habe. Ich sage jetzt immer Let's Battle dazu, weil ich es so nenne. Ist das nicht schön? Ja. Fuck you. Ganz ernsthaft, wer baut da eine Leitplanke hin? Ich war's jedenfalls nicht. Hoffe ich. Ich habe das Spiel zum Glück nicht entwickelt, also kann ich's nicht gewesen sein. So, da habt ihr den Beweis. Und jetzt stirb. Ich weiß nicht, mit wem ich rede. Ja, komm schon. Gibt's hier eigentlich ein ABS? Für die Leute, die nicht wissen, was ein ABS ist, Anti-Blockier-System. Jetzt komm schon. Was? Was willst du? Kann ich hier gleich wieder auf. Hallo? Neu starten gehen. So habe ich gar keine Chance. Das kotzt so an. Ich brauche aufmunternde Kommentare. Ha ha ha.